muss erstmal durchatmen. Ich hatte eben mal vor dem Haus gegenüber ein Bild gemacht, wie viele Menschen heute hier vor unserem Haus stehen. Das rührt mich zutiefst. Ich muss erstmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Ich finde das so klasse. Ich habe damit gar nicht gerechnet heute. Ich habe gedacht, zwei Schulklassen und das war's. Aber klasse, klasse. Also, lieben, lieben Dank, dass ihr hier seid. Ich will nicht lange reden. Ich möchte euch einfach nur so ein paar Sachen vielleicht mal schildern, wie das alles so gewesen ist und wie es vielleicht auch sein wird in Zukunft. Nochmal ran. Okay, jetzt besser. Ja, super. Wir können doch noch ein bisschen näher rankommen oder ein bisschen auf der anderen Seite. Ja, das ist eine gute Sache. Da warte ich eben. Ich kann es ja auch mal sagen, aber wir haben eben mal gezählt. Ne? Wir werden 450 Menschen gewesen sein heute. Da kommen immer noch so viele von da hinten. Ja, wir sind viele, wir werden mehr. Ja, also ich fange mal an. Vielleicht kurz zu meiner Person. Oliver Kanneberg, 57 Jahre alt, eine Tochter, eine Frau. Wir haben hier 18 Jahre in diesem Haus gelebt. Wir sind nicht hier geboren, wir sind hier hingezogen und haben aber hier, muss ich sagen, unseren Lebensmittelpunkt verbracht. So möchte ich es einfach mal so ein bisschen schildern. Das heißt, unsere Tochter ist hier aufgewachsen. Sie hat hier im Grunde genommen ihre ganzen Kinderjahre verbracht. Hier natürlich auch wie in Kanneberg und in anderen Orten. Und deswegen war das für uns eigentlich immer so der Hauptabschnitt unseres Lebens. Das Aufwachsen des Kindes und so weiter und so fort. Das ist für uns ein gutes, gutes, tolles Stück Heimat, wo wir hier stehen. Und deswegen hängen wir auch so da dran. So, ja, jetzt muss ich habe mir einen Zettel gemacht, damit ich mich auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes verzettle, weil ich bin dann teilweise nur so ein bisschen emotional und drifte ab, deswegen habe ich mir das so ein bisschen aufgeschrieben, dass wir da zumindest nicht eine halbe oder dreiviertel Stunde hier stehen bei der Kälte. Also, 18 Jahre hier gelebt. Als wir hingezogen sind, haben wir uns in entferntester Weise natürlich mit dem Thema der Braunkohle auseinandergesetzt. Wir wussten das natürlich, dass die Braunkohle irgendwann hier hinkommt, dass wir unser Haus verlassen müssen. Das war aber in so weiter Ferne, Punkt 1. Punkt 2 war immer, dass wir gesagt haben, wenn wir so weit sind, bis zum Jahre 2020, wird es mit Sicherheit andere Energieformen geben, die Leute nicht aus den Dörfern vertreiben werden. Wir wurden dann leider Gottes eines Besseren belehrt oder eines Schlechteren belehrt. Und so ging die Umsiedlung eigentlich im Jahre 2014, so eine Drehung, ging das alles ungefähr los. Wir haben uns im Widerstand seit 2014 befunden, als wir dann doch leider feststellen mussten, dass RWE und das Land hier alles abreißen möchte. Zu den Verhandlungen mit RWE als einzigen Aufkäufer kann ich nur in kurzen, knappen Sätzen so viel dazu sagen. Und das sagen eigentlich sehr, sehr viele Umsiedler. Ich betone mal Zwangsumsiedlung, dass das sicherlich ein Betrug am Bürger war. In jeglicher Hinsicht. Es heißt zwar immer, so war es vielleicht früher mal, dass RWE die Leute mit Geld überschüttet, damit sie am neuen Ort oder an einem anderen Ort sich ein Schloss bauen können. Das mag vielleicht zu Garzweiler 1-Zeiten damals der Fall gewesen sein, aber in der Umsiedlungsphase, in der wir uns alle hier befunden haben, war es so, dass RWE ja mit dem Rücken an der Wand stand finanziell. Uns wurde hier jeder Cent dreimal umgedreht. Man hatte in allen möglichen Facetten versucht, natürlich den Entschädigungspreis zu drücken. Da wir natürlich und wir alle anderen auch auf diesem Sektor super unerfahren waren und die Gegenseite natürlich über Jahrzehnte jegliche Erfahrung hatten, die Umsiedlung so kostengünstig wie nur möglich zu gestalten, gibt es da Geschichten, da kommen jetzt noch die Tränen, wie RWE sich da verhalten hat.
Es gab zum Beispiel eine Szene im Bild bei uns im Garten, um das kurz anzuschneiden. Das ist so eine psychologische Geschichte natürlich auch. Da sitzt man mit diesem RWE in Sanden aus Köln im Garten und versucht, ein anständiges Gespräch zu führen. Und da wird so ein Satz fallen gelassen. Hören Sie das? Ich sag, was? Ach, das ist unser Bagger. Den höre ich schon. Originalton. Ich gebe das Original weiter, wie es war. Das Gespräch wurde abgebrochen und unbestimmte Zeit weiter verschoben. Also wir haben viele Jahre eigentlich verhandelt. Und also das kann ich nur sagen, diese Umsiedlungsgeschichte ist für jeden, der das mitmachen musste. Und es mussten ja alle machen. Es konnte ja keiner letztendlich sagen, ich mache das nicht. Und deswegen betone ich auch immer, es ist eine Zwangsumsiedlung gewesen. Es war immer unter Zwang. Man hat nur einen Verhandlungspartner gehabt. Das heißt nicht, wie eine ganz normale Immobilie, die jeden Tag in Deutschland verkauft werden, 2, 3 oder 5 Verhandlungspartner. Nein, ein Verhandlungspartner, der alles bestimmt. Das war eine richtige Scheißzeit. Das muss man wirklich sagen. Im Nachhinein war das so eine blöde Zeit. Ja, gut. Also wir haben uns dann doch natürlich irgendwann entschieden, nach langen Verhandlungsgesprächen, nachdem wir auch festgestellt haben, dass wir als Familie auch mal zur Ruhe kommen müssen, wegzusiedeln. Und das haben wir, das betone ich immer wieder, nicht freiwillig getan. Es gibt ja Menschen, die gesagt haben, wir machen das alles freiwillig, wir finden das alles ganz schön. Also wir sind nicht freiwillig hier weggegangen. Als wir dann das Haus verlassen haben, war ich 2 Jahre nicht mehr hier. Ich habe mir gesagt, ich gucke mir das nicht an, wie der Verfall der Häuser, und das haben wir natürlich in Borsche mich gesehen, Immerrad gesehen, in Holz gesehen, wie der Verfall voranschreitet. Das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Das heißt, ich habe mir das eigentlich so ins Hirn gebrannt, wie es schön ist. Und ich wollte dieses schöne Bild natürlich auch nicht vernichten. Ja, wir haben dann verkauft, sind nicht ins Umsiedlungsgebiet gezogen, sondern sind ganz raus aus der Kohlescholle, sage ich immer. Wir sind jetzt da, wo es nur Sand gibt. Ja. Ja. Vielleicht auch noch eine Sache, die muss ich erstmal loswerden. Es heißt ja immer, dass es eine Dorfgemeinschaft gibt bei dieser Zwangsumsiedlung. Das haben wir auch gedacht. Das haben wir auch gedacht, dass es das sicherlich hier gibt. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Hier waren ganz wenige Leute, die auch gesagt haben, wir lehnen uns gegen RWE auf und wir wollen das eigentlich nicht. Die gibt es heute auch noch. Ansonsten gab es da keine Gemeinschaft, auch keinen Zusammenhalt. Das war immer ein, ja, so ein bisschen so ein zwielichtiges Ausspielen. Ich habe mehr bekommen, ich habe ein größeres Haus bekommen und so weiter und so fort. Das ist aber nicht den Leuten geschuldet, sondern einfach RWE geschuldet, die natürlich es immer wieder super geschafft haben, dazwischen zu krätschen und natürlich auch Vereine für sich zu kaufen. Ein Fußballverein und ein Schützenverein, die sind notorisch pleite. So, und wenn natürlich RWE kommt und sagt, wir machen euch einen neuen Fußballplatz und die nächsten Schützenfeste, das sind Bälle, der Rausch ist nur so, dann ist natürlich jeder geneigt zu sagen, oh RWE, alles klasse. Das spaltet natürlich die Gemeinschaft, diese profane Gemeinschaft. Das ist RWE gesteuert. Das nochmal dazu. Ja, ich muss noch schon ablesen, das hätte ich sonst vergessen. Okay. Jetzt wollen wir zurückkaufen. Jetzt meldet der Bürger Kanneberg sich bei der Regierung, bei dem Bürgermeister und bei allen, die vielleicht irgendwas mit so Kamellen haben. Da ist einer, der möchte sein Haus zurückkaufen. Es hat sich eine komplette Überforderung der Adressaten wohl gezeigt. Oder nach dem Motto, ja, was wollen wir denn mit dem? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der tatsächlich Einzige, der sich nach dem dritten Brief, also ich habe 3 Briefe geschrieben, die ersten 2 Briefe an RWE und alle, die am Tisch sitzen eventuell, RWE hat immer sofort geantwortet. Das muss man objektiv sagen. Natürlich immer mit den RWE-Satzbausteinen. Sie wissen ja, Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und der Geier was. Also alles nur RWE-Satzbausteine. Beim letzten Brief, den ich jetzt nach dem Koalitionsvertrag in Berlin verfasst habe, hat sich RWE nicht mehr gemeldet.
Der Einzige, der sich gemeldet hat, und das halte ich ihm richtig zugute, ist der Herr Kutschaty. Warum auch immer. Er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, lassen Sie uns im Kontakt bleiben und lassen Sie uns einfach mal reden, wie es Ihnen denn in den nächsten Zeiten so geht. Und das werde ich natürlich gerne tun. Zumal er der Einzige ist, der sich gemeldet hat. Es hat sich nicht ein Politiker gemeldet. Eine Frau Wübke-Brehm nicht, eine Frau Neubauer nicht, niemals, noch nicht mal ein Eingangsschreiben bekommen, dass es jemanden gibt, der seine alte Heimat zurückkaufen möchte. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, naja, jetzt bist du in einer Demokratie, hast gewählt und da sitzen eigentlich diese Menschen, die du gewählt hast, aber Kontakt zu denen kannst du keinen herstellen. Das war natürlich wieder sehr frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Also das war schon eine Sache, die ja, einem so ein bisschen zu denken gibt. Ich möchte zurückkaufen, definitiv. Ich möchte gern, dass wir über unsere alte Heimat, wie sie hier steht, dass sie A, erhalten bleibt. Das heißt, ich habe die Hoheit darüber, was hier passiert. Ich möchte gern, dass ich hier jederzeit zurückgehen kann, dass unsere Tochter jederzeit zurückgehen kann an den Ort, an die tolle Erinnerung hat. Und wie sich das jetzt zukünftig natürlich gestaltet, wird sich zeigen. Es weiß ja auch keiner, wem das eigentlich alles jetzt gehört. Die einen sagen, es gehört dem Land, die anderen sagen, es gehört RWE. Ich denke, all diese Dinge laufen jetzt eben an mit dem Rückkauf. Letztendlich ist es so, im Notarvertrag steht drin, das Haus wurde deswegen verkauft, weil eine bergbauliche Inanspruchnahme stattfindet, wegen Garzweiler 2. Das steht im Notarvertrag. Das ist natürlich jetzt alles nur noch nichtig. Aber auch da wissen natürlich, muss man leider Gottes einen zugute halten, alle Gelehrten nicht, was passiert. Ja, also zusammenfassend muss ich sagen, wir bleiben da am Ball. Ich hoffe natürlich immer eben ständig, dass das so ein Schneeballeffekt jetzt wird. Ich habe so 5, 6 Leute mal angesprochen, die auch sagen, sie wollen gerne zurückkaufen. Aber da haben wir wieder das Momentum der Öffentlichkeit. Also ich habe auch Schiss, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich sage euch das ganz offen, das Haus steht vielleicht im Fokus jetzt. Und wir haben teilweise Tendenzen, die nicht gerade positiv den Leuten, die mir gegenüberstehen, die sagen, Leute wollen zurückkaufen. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass das Ding in Brand steht. Aber was soll ich tun? Soll ich mich verkriechen und sagen, okay, ich habe jetzt Angst, dass was ganz Schlimmes passiert? Von daher muss ich sagen, okay, ich ziehe das durch und hoffe, dass sich andere Menschen daran beteiligen. Ja, also der Ausblick ist für mich, wir müssen wahnsinnig wachsam bleiben. Die Dörfer, finde ich, sind jetzt erstmal auf dem Papier gerettet. Ja, und wenn ich einem nicht traue, ist das den Konzern RWE. Ja. Das ist meine Lebenserfahrung, die ich aufgrund der Zwangsumsiedlung einfach gemacht habe. Das sind auch keine Vorurteile, sondern das sind einfach Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und bis jetzt, so arg, wie es mir wehtut, hat RWE fast alles durchbekommen, was hier ist. Sie sind jetzt, es hieß 2024 brauchen Sie die Kohle unter Keinberg, so hieß das immer. Sie stehen kurz vor Keinberg. Also wir müssen wachsam bleiben und genau gucken, was RWE macht, was natürlich die CDU macht, unser Bürgermeister und unser Landrat, das ist Team Schwarz, CDU. Die nervt das total wahrscheinlich, dass jetzt hier 5 Dörfer sind. Ich habe noch von unserem Bürgermeister nicht einmal einen Jubelschrei gehört. Ja, die Dörfer bleiben stehen, sondern es ist immer so ein bisschen, naja, jetzt sind die Dörfer da, aber so richtig wissen wir auch nicht und eigentlich wollen wir hier ein Amazon-Lager errichten. Ein Amazon-Gewerbegebiet. Ja, ist ja ganz hip in Deutschland geworden. Ja? Brauche ich nichts zu tun, kriege viel Gewerbesteuer. So. Deswegen müssen wir echt wachsam bleiben, was so überall hier passiert. Und da brauchen wir natürlich, wie immer, uns alle. Wir brauchen einfach die breite Masse. Wir brauchen einfach alle Leute, die natürlich das beobachten und begleiten, was hier passiert. Und da muss ich auch nochmal, um auf diese Schiene zu kommen, dieses Haus
Und diese Straße und diese Dörfer sind nur deswegen stehen geblieben, weil es Aktivisten gibt, die im Hammerer Forst auf Bäumen gelebt haben jahrelang und Leute, die hier im Klimacamp 5-6 Jahre, jeden Sommer, 7-8 Wochen eigenversorgt für die Dörfer gekämpft haben. Diese Menschen haben, natürlich wir alle hier auch, aber diese Menschen haben sich dafür gesorgt, dass diese Dörfer stehen bleiben. Zwei kleine Punkte noch, bin ich durch. Ich sagte ja, dass die Erfahrungen, die ich mit RWE gemacht habe, nicht gerade positiv gewesen sind, aber eins muss man denen in Anführungsstrichen zugute halten. Das, was sie tun, ist äußerst clever. Michael Zobel und ich, wir waren auf mehreren Hauptversammlungen. Wir sind keine Großaktionäre, wir müssen uns immer so zweite Aktien besorgen, damit wir auf der Hauptversammlung teilnehmen können. Und wenn man, sieht, was da abgeht, da muss man sagen, Hut ab. Das ist ein durchtriebener Konzern, der in allen Facetten immer wieder neue Sachen aufzieht. Das ist schon ein Hanebüchen. Und wenn dann eine Frau Neubauer meint, sie könnte sich mit RWE an den Tisch setzen und Deals aushandeln, dann muss ich sagen, liebes Mädchen, nicht deine Preisklasse. Das ist voll sexistisch. Okay, sexistisch, Entschuldigung, ist alles egal. Ein letztes Wort zu der Verschmutzung der Dörfer, was jetzt im Moment ganz aktuell geworden ist. Ich könnte heulen vor Wut. Ich könnte heulen vor Wut. Hier gab es jahrelang Schützenfeste. Hier gab es jahrelang ein Oktoberfest, wo der Ort aussah wie Wacken nach einem Großangriff. Ja? Da hat sich kein Mensch drum gekümmert. Hier lagen Bierflaschen rum, hier wurde in den Vorgärten gepinkelt. Hier hat immer der Schützenzug Kerb gemacht. 3 Tage lang. 5 Stunden am Tag. Und da vorne an der Feuerwehr, da hat es nach Pisse gestunken, hoch 10. Da hat sich kein Mensch drum gekümmert, jahrelang. Und jetzt gibt es so 1-2 Menschen, die auf einmal sagen, eine Britta Cox und ein Barbara Oberherr, ich muss einfach mal loswerden, die sagen, alle Aktivisten scheißen uns hier zu. Was für ein Unsinn. Hanebüchen hoch 10. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.